Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu diesem neuen Part von Enshrouded. Jo, in diesem Part machen wir die Düsterdickichtwarte, was wir ja im letzten Part schon besprochen hatten. Also ich schnack nicht lange, viel Spaß und let's go. Und da stehen wir auch schon vor der Düsterdickichtwarte. Ich habe mir natürlich im letzten Part noch einen Altar hier hingebaut, damit ich hier auch hin und her reisen kann. Inventar ist wieder leer. Essen und Trinken kann ich, glaube ich, noch nicht. Doch, wobei das geht. Und das auch. Super. Dann sind wir eigentlich perfekt ausgerüstet, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, was uns die Düsterdickichtwarte so an Rätseln bringt. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich höre auf jeden Fall schon wieder irgendwelche Fallen. Da brauchen wir zwei Knöpfe wieder zum Drücken. Und hier ist ein Wachs. Lass mich nochmal ganz kurz einen Überblick verschaffen. Also hier ist eine Tür, die müssen wir quasi erst freischalten. So, dann düsen wir natürlich einmal hier rüber. So, dann nehme ich jetzt die zweite Waffe einfach dafür. Das geht nämlich schneller für mich und ist einfacher. Hier oben ist nichts. Hier sind diese Kugeln. Den rennen wir jetzt einfach mal hinterher. Und hier ist ja auch schon der erste Knopf. Super. Schnell durch, schneller drüber wieder. Und dann haben wir die... Was ist denn eigentlich hier? Ach so, hier ist dann quasi der zweite Port nach oben. Dann, da können wir noch nicht lang, dann müssen wir wohl da lang. Und hier ist es jetzt so, passt, oder? Schnell mal hier auf den Balkon, aber da ist nichts. Ja. Aua. Och, das wollte ich natürlich nicht. Okay. Easy. Hier ist auch der zweite Knopf. Und hier ist nochmal eine Tür. Jetzt ist die Tür hier auf. Ach so. Okay, das war quasi die Hintertür. Gut, dann ist es hier dunkel. Ich glaube, die Fackel ist besser, oder? Ja. Hier kann man nochmal raus, aber da ist nichts. Und hier geht es dann gleich nach oben. Oh, hier brauche ich vier. Vier, vier, vier. Da oben ist schon einer. Okay, aber eigentlich müsste ich trotzdem mal hinter, oder? Einfach nur, um zu gucken. Weil hier nämlich auch eine Truhe steht. Ah ja, schaut. Bandagen und so kann man immer brauchen. So, dann einmal hier lang. Where am I? Von da bin ich rausgekommen. Ah, dann düse ich jetzt dahin. Da kann ich rauf. Dann gehe ich doch mal darauf. Ah, sehr interessant. Nummer zwei. Ist das geplündert? Nee, was ist das? Ach, ein Knochen. Ein Knochen. Und hier ist der dritte. Und wo
Wo ist der vierte? Ah, hier. Ja, easy. Dann ist ja die Tür im Prinzip jetzt auf. Das war sie nicht, ne? Ne, die hier vorne. Gut, dann weiter hoch. Das war easy. Oh, wartet mal, ich brauche hier... Aha. Hier. Eins. Zwei. So, und schon ist die Tür auf. Ja, wo gehen wir lang? Oh. Einmal nach rechts, bitte. Was ist denn, wenn ich hier rüber düse, abgesehen von der Kiste? Gebet der Flammenschriftrolle. Ich glaube, da wäre ich von der anderen Seite gekommen. Oh, dann gehen wir da lang. Kupferbarren. Habe ich die schon gelootet? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube aber schon. Oh, hier ist eine Kiste. Metallsternstreitkolben. Da haben wir da gleich wieder was. Und auf der anderen Seite auch. Gut. Dann ist die Tür jetzt auf. Dann geht's hier wieder rauf. Also bis jetzt ist es ganz schön unspektakulär. Und wir sind oben angekommen. Hallo Flame. Das Unterholz des Düsterdickichts verbirgt den Wahnsinn, die Wiege des Elixiers, die Wurzel der Fäulnis, die Saat des Irrsinns, ein Labyrinth aus Krankheit und Chaos, eingebettet in das Herz der Wildnis. Cool, dann kann ich ja meinen Altar da unten... dann auch wieder abreißen. Und eigentlich wollen wir ja dahin, ne? Oh, na, Quatsch, was tue ich denn schon wieder? Wegpunkt setzen. Dafür müssen wir so in diese Richtung. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der Höhleneingang unten oder oben ist. Deswegen, ich muss jetzt einfach mal hier so... Vielleicht schaffe ich es, dass ich da oben lande. Das wird es, glaube ich, einfacher machen. Ja, das hat geklappt. Hier ist Kamille. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Da bin ich mal gespannt, was das für eine Höhle ist. Ich denke, es ist hier unten. Bin mir aber nicht sicher. Oh. Grüßle. Das sind die Grünen. Mann, geh. Ich hab doch geblockt. Du bist eine nervige Nervensäge. Oh, das war knapp. Stirb jetzt. Mein Gott, schwere Geburt.
Was ist denn hier eigentlich? Das ist jetzt aber noch nicht der Höhleneingang, nee. Es ist einfach nur eine Mine, oder? Ja, das ist einfach nur eine Mine, okay. Ich dachte schon nicht, dass gleich das nächste Abenteuer auf uns wartet. So, dann ist natürlich Erdkabutschko. Dann barfuden wir mal. Und suchen diesen Höhleneingang. Da wird mir das Licht gezeigt. Das heißt, dass wahrscheinlich hier der richtige Weg ist. Wobei ich eigentlich in die Richtung hier muss. 16 Meter. Ach so, hier oben. Na gut, das kann ja wieder keiner riechen, ne? Hier ist schon wieder so dunkel. Wenn wir den Zauberstab nehmen. Oh. Wie machen wir eigentlich Schaden mit dem? Ja, eigentlich auch nicht schlecht, ne? Die versteckt sich. Na komm. Was gibt's denn hier in der Höhle? Außer ekelhaftes Spinnengetier. Ach, viel besser. Ah, hier ist anscheinend Kupfer. Verlassenes Jägerinnenlager. Ja, okay, die Fackel bringt in dem Fall natürlich nichts. Da hinten ist das, was die Jägerin braucht. Wieso trifft es denn nicht? Hm. Ich will da jetzt einfach hoch. Kommen die da auch rauf? Oh ja. Oh. Eine schlaflose Nacht. Von den Felsen geht eine wohlige Wärme aus. Ich werde wohl heute Nacht kein Feuer brauchen. Ich höre sie in der Ferne, suchend, heulend. Der Wind trägt ihren Wahnsinn in meine Richtung. Ein Luftzug aus den Minen. Wonach graben sie? Ihre Schreie zerreißen die Stille der Nacht und verscheuchen jede Beute. Ich bin am Verhungern. Hätte ich mich mit Vorräten eindecken sollen, als ich in der Nähe von Irwurzburg war? Nein, der ganze Ort stinkt nach Blut und Verrat. Ich kenne den Geruch nur zu gut. Wenn es sein muss, werde ich den Hunger im Herzen tragen. Sorry, ich musste jetzt mal gerade, weil die hier wieder voll abnerven. Das brauche ich. Die Handspindel. Ja, die haben ja auch schon wieder ganz schön zugesetzt. So, jetzt stelle ich mich hier rauf. Wo kommen denn die alle immer her, ey? Naja, aber ich glaube, dass ich hier fertig bin, oder? Was haben wir denn noch hier auf der Karte? Hier oben geht es dann weiter. Hier haben wir natürlich noch das da. Oh, und da hinten könnte ja dann wieder so eine Miasma-Wurzel sein. Oder? Jetzt lass mal gucken. Unser Inventar ist ja auch schon wieder ziemlich voll. Dann gehen wir vielleicht kurz dorthin, reißen den ab und dann gehen wir kurz heim. Ach ja, guckt mal. Jetzt haben uns auf jeden Fall einige wieder was zu sagen. Meine Handspindel.
ein Hinterhalt? Aber ich habe meine Spuren verwischt. Wie konnten die Soldaten... Ah, Spinnen, sagst du? Dann ignoriere mich, stelle die Handspindel hin und vergiss, was ich gesagt habe. Meine Geheimnisse sind meint allein. Was kann ich denn jetzt bei Pfeilen? Vergifteter Kupferpfeil? Guck mal, dafür braucht man den Giftsack und der normale Kupferpfeil. Mhm. Das heißt, ich brauche demnächst auf jeden Fall Kupfer. Und die Handspindel kann ich herstellen. Na dann, meine Liebe, sollst du deine Handspindel doch auch bekommen. So, was kann ich denn da jetzt machen? Ah, Leinen. Nice. Dafür brauche ich Flachs. Und dann konnte ich mir, glaube ich, Rüstung herstellen, ne? So, was willst du? Hast du schon von Erlands Irrlichtern gehört? Das sind tanzende Lichter im Meer. Gute Omen, aber nur ein Trick des Lichts, dachte ich. Bis meine Tochter sie sah. Dieses seltsame Schimmern im Wasser. Sie bewegten sich. Schleichend. Jetzt sehe ich das gleiche Leuchten, während ich schlummere. Vom Schloss aus, es sucht mich heim. Es ist kein Trick, es lebt. Bist du bereit, das zu ändern, Jungspund? Okay. Für meine beste Arbeit brauche ich wirklich eine Schmelze. Aber um eine Schmelze herzustellen, wird ein Schmelztiegel benötigt. Ich hatte mal einen. Ich wette, die Plünderer haben ihn. Es ist wahrscheinlich in ihrer Mine ganz im Norden des Düsterdickichts. Und auch bei ihm können wir jetzt eine Menge Neues herstellen. Und zwar zum Beispiel die Kupferaxt, die Kupferspitzhacke. Dann zwei neue Schilder. Auch nicht schlecht. Das werde ich mir auch auf jeden Fall angucken. Stachelkeule. Ein neues Hüterset. Okay. Oh, 45 Lebenspunkte. Ist natürlich nicht schlecht, ne? Das Abenteurer-Set. 120 Lebenspunkte. Puh. Leinen und Kupferbarren. Also ich glaube, ich muss bis zum nächsten Part Kupferbarren farmen. Und auch ganz viel neues Geschirr. Ja, ich brauche definitiv Kupferbarren. Verbessern wir mal den Streitkolben. Der war nämlich besser wie diese Axt, die ich hatte. Dann räumen wir kurz auf und dann geht's weiter. Wisst ihr was? Ich glaube, wir gehen jetzt hier mal zum Elixierbrunnen und danach hier zu den verborgenen Jagdgründen. Ich glaube, das macht Sinn, wenn wir das auf jeden Fall natürlich auch noch mitnehmen. Bevor ich vielleicht irgendwo anders hingehe, weil wenn ich die Elixierbrunnen alle habe, dann kann ich ja immerhin auch noch mehr freischalten. Na? Na, geh halt nauf jetzt. Ach, die wird dann wahrscheinlich da hinten in dem Miasma sein, denke ich. Das heißt, ich kann mir ja schon mal so eine Miasma-Flasche reinziehen, oder? Dann gucken wir auf jeden Fall, dass ich im nächsten Part vielleicht auch schon bessere Rüstung machen kann. Oh, ist das wieder so eine mit Boss? Uiuiui, da habe ich irgendwie gar keinen Bock gerade drauf. Naja, was soll's. Elixierbrunnen. Genau. Dann gehen wir mal schnell rauf da. Huch. Ja genau, die wollte ich anmachen und dann wollte ich hier runterdüsen. Ist sie denn von hier schon irgendwie sichtbar? Nicht, gell? Nee. Belastend, belastend. Und irgendwie so dunkel hier. Oh no. Jetzt habe ich ihn gestunt, so halb. Du nervst mich, du blöde Kuh, echt wahr.
So. Jetzt ist aber Schluss. Wo ist der Bogenschütze? Oh, da ist so eine blaue Blume. Und ich habe einen Kiefer-Kurzbogen gelootet. Ah, ich wollte das treffen. Oh, da hinten ist sie doch. Komme ich da rüber? Ach, wisst ihr was? Wir gehen einfach den normalen Weg. Ich sehe nichts. Ach, da ist so eine Fliegertussi. Entschuldigung, da war eine Fliegertussi. Befallt. Was ist los? Hm. Man gibt EP, ne? Hey, lass mich in Ruhe. Oh nee, das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg. Hier ist sie doch. Sind auch wieder voll viele, ey. So, sind sie jetzt alle hier weg? Sieht fast so aus, ne? Yay. Neuer Ort markiert und neuer Fähigkeitenpunkt. So, dann können wir die doch jetzt hier mal alle kurz weglooten. Runen, Stofffetzen. Stofffetzen habe ich das Gefühl, schaut mal, wie viele das waren, dass man echt ultra sammelt. Kupferpfeile. Okay. Naja, das war doch jetzt cool. Dann haben wir die auch. Dann gehen wir mal nach Hause, bevor uns der Käfer in den Popo beißt. Und jetzt redet der Eichi mit uns. Was möchte er denn? Myzel? Was ist das? Das Ding, das du bei dir trägst? Myzel? Flammenblut, ich rate dir, vorsichtig zu sein. Was du in der Hand hältst, ist höchst gefährlich. Eine Krankheit, Leid. Das ist ein Pilz, der unsere Welt verschlingen wird. Die Menschen sahen im Fleisch dieser Pflanze Potenzial, aber sie brachte nur Unheil. Bitte halte dich davon fern, sie bedeutet den Untergang. Bei ihm können wir auch was machen. Ach, Kettenblitz. The Kettenblitz, na gut. Jetzt haben wir 3 Fähigkeitenpunkte, 3 neue. Erhöht den Zoom beim Zielen mit dem Bogen erheblich. Hm. Prinzipiell ist es nicht schlecht, ne? Ausdauerverbrauch reduziert es aber auch gut. Aber wenn es sowas ist wie jetzt gerade eben bei der Wurzel, dann macht, glaube ich, das Adlerauge mehr Sinn.
Multischuss. Wenn du normale Pfeile verwendest, besteht eine 20%ige Chance, dass du eine Salve von Pfeilen abschießt, die sich leicht ausbreitet. Ja, da bin ich mir jetzt unsicher. Macht doch auch nur Sinn, wenn ich zum Beispiel an einem, also wenn jetzt auf einem Platz mehrere stehen, oder? Ich nehme, glaube ich, die Giftimmunität. Ich weiß nicht, ob ich Adlerauge jetzt unbedingt brauche und Multischuss. Ich habe keine Ahnung. Schreibt es mir doch auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Und ja. Dann haben wir ja für heute auch schon wieder ein paar Abenteuer hinter uns. Und deswegen, meine Lieben, werde ich den Part auch an dieser Stelle wieder beenden. Habt noch einen schönen Abend, habt noch ein schönes restliches Wochenende und wir sehen uns in alter Frische wieder nächste Woche. Bis dann, Baba!